Hi Leute, willkommen zurück zu Kirby und der Regenbogenpinsel. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum jetzt hier so vier Schatzkisten rumzappeln. Dies ist einfach nur, weil ich dieses komische Baumlevel nochmal spielen musste. Und ich habe ein bisschen trainiert und es ging besser. Das hätte ich nicht sagen sollen. Wahrscheinlich verkacke ich im nächsten Level. Also wir haben hier einmal die Supertröte, die kennen wir ja schon. Ihn hier hatten wir auch schon. Und jetzt haben wir noch dieses komische, Und lala. Musik. Ich habe das mit dem Puzzle nämlich hingekriegt. Musikzimmer eröffnet. Sammle alle Musikstücke und höre sie dir jederzeit an. Ja, ich bin mal gespannt, ob der Kirby Snoop Dogg Remix hier auch drauf ist. Mal reinhören hier. Der ist schon geil, ne? Ja. Jetzt weiß ich, woran mich das übrigens erinnert. Das ist so ein bisschen wie Pingu hier alles. Kennt ihr noch Pingu? Dieser komische Pinguin? Dieser schwere Nöter? Das ist Bouncy. Wie jeder weiß, springen die Bouncys nur so hoch, um die Aussicht von dort genießen zu können. Da oben ist alles friedlicher. Und jeder Tag ist ein guter Tag für sie. Springt, liebe Bouncys, springt. Das ist schon alles sehr, sehr niedlich gemacht hier. Das kann man ja schon mal festhalten. George, zurück, weiter. Und... wahrscheinlich habe ich das nicht gemacht. Speichervorgang war der letzte Mal, ne? Eine neue Herausforderung. Wähle Herausforderung im Hauptmenü und gib dein Bestes. Nee. Da habe ich die auch nochmal versucht, aber ich bin nicht viel besser gewesen. Los, Flucht aus der Höhle. 9 Kirbys haben wir, das ist ja eine ganze Menge. Also extra Leben sind eigentlich schon ein bisschen witzlos. Wenn die... oh Gott, was ist hier denn? Ach so, oh, das ist ja geil. Jetzt muss ich hier... den Regen abhalten. So, hier fallen die runter. Das... Leute, ich habe die umgebracht und werde dafür belohnt. Sag mal, was ist denn das hier eigentlich für eine Welt? Ich habe es immer gesagt, Kirby ist eigentlich ein perfides Arschloch. Das ist ein frecher kleiner Knödel. Okay, der müsste noch drin sein. Yep. Wow! Und runter. Die Levels sind ziemlich groß. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gemerkt. Okay. Ich frage mich gerade, wie man da hinkommen soll. Wahrscheinlich kriegen wir hier noch Super Perks, damit wir das hinkriegen. Ja, oder auch nicht. Kann auch sein, dass wir das einfach nicht kriegen. Ich lasse mich übrigens hier immer sehr gerne davon ablenken, dass ich eigentlich... das ist ja so, dass man so ein bisschen Magnete auch da hat. An diesem Regenbogen-Dings. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gemerkt. Also, der ist ja so ein bisschen... der fährt da dran lang. Warte mal, ich kann es euch ja mal demonstrieren. Wenn wir einfach mal so... so... nee, von unten. Wenn man da von unten dran springt, dann fährt er da oben dran rum. Pass auf, so. Das ist nicht immer einfach. Okay, ist da nur sowas? Ich bin sauer! Und diese Magnetdinger, die muss man auch noch so ein bisschen nutzen. Kann ich ehrlich gesagt noch nicht so gut. Weil man muss ja auch erstmal reinfinden. Da zum Beispiel so, jetzt fährt er nämlich hier wieder weg. Das meinte ich. Und ich bin wieder der Durchgepeitschte, der nicht alle Sterne gekriegt hat und dementsprechend das super Secret Exit Gedöns nicht mitkriegt. Das ist aber auch so eine Nintendo-Krankheit, ne? Also, dass es so verschiedene Spiele gibt, wo man, die darauf ausgelegt sind, dass man sie immer und immer wieder macht. Also, irgendwelche Levels 15 Mal machen. Das ist bei Donkey Kong Country so gewesen, also bei Donkey Kong für Wii U so gewesen. Also, ihr wisst schon, das ist New Donkey Kong Country Returns. Ihr wisst doch, wovon ich rede. Okay, Wutkugel! Ja! Gib mir deinen Senf! Ja! Oh, scheiße. Und das ist so der Moment, wo man merkt, dass man hier auch lang müsste. Theoretisch. Warte, warte, warte. Ich kann das wegmalen! Oh! Ich bin doch immer dann... vorher habe ich das anders gemacht. Ich habe dann einfach meinen super Kopfsprung dagegen gehauen. Aber ist scheinbar nicht notwendig. Jui! Okay, jetzt Timing. Und zwar hier. Nein! Was bist du denn für eine Wurst?
Raus! Ich dachte, der lässt sich davon ablenken. Obwohl, das ist ja eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Wir kommen ja trotzdem noch weiter hier. Hui! Das Leben ist doch super schön. Runner! Okay. Bin mal gespannt, was hier noch so alles kommt. Ich glaube, hier rechts können wir lang. Nee, das, Leute, das sieht so aus, als wenn man lang könnte. Zu meiner Verteidigung. Es ist, das sind Fische auf dem Trockenen. Die können gar nicht böse sein. Okay, warte mal. Bevor ich da unten reincharge, muss ich erstmal hier klarkommen auf mein Leben. Moin. Das ist wieder so ein Zeitding. Also da bin ich jetzt echt noch... Warte mal. Ich hab's ja beim letzten Mal gar nicht... Ich komme jetzt auch nicht mehr wieder zurück. Ich glaube nämlich, das ist so ein Ding, das kann man machen. Und ich hätte es einfach mal versuchen sollen. Ich meine, es ist ja offensichtlich auf hier. Jetzt komme ich nicht mehr da rein. Ja, das meine ich. Wenn man am Anfang noch so ein bisschen grenzverwirrt ist und so ein elektronisches hier Benutzerhandbuch, da liest sich sowieso kein Schwein durch. Also zumindest ich nicht. So gedruckt ist eine Sache, ne? Aber so elektronisch, nö. Das gibt's hier nicht. So, jetzt hier weg mal. Nein! Und da löst es sich auf. Es löst sich auf. Klick! Goodies! Gib mir das! Das ist ja der Wahnsinn, was hier alles für Glückshormone ausgeschüttelt werden. Gabi! Ah! Genau das meine ich. Das ist teilweise noch ein bisschen anstrengend hier. Ja, vom Kopf runtergeholt. Ohne dass ich dich umbringen musste. Achievement unlocked. Okay. Das wird jetzt hier wieder so eine Nummer. So, hoch. Weg von dem Fisch. Auf den Tisch kommt heute ein Fisch zu saftig. Tja, Gollum. Gibt's den eigentlich noch? Nee, ne? Nein! Hau ab! Das ist sehr cool hier. Ja, an Goodies sparen die hier, ne? Aber da es so viele sind, ist man dann eben auch in der Verpflichtung, die alle mitzunehmen. Bäm! Okay. Hier müssen wir irgendwie dann nach unten, aber später wahrscheinlich jetzt. Okay. Was sind das denn hier für Jungs? Ach so. Die geben Senf. Das sind die Senf-Boys hier. Ah, guck mal einer an. Und jetzt kann ich hier... Uiuiui. Das ist schön. Eben nochmal entspannen. Und dann ist der Regenbogen weg und runter geht's. Das ist wirklich niedlich gemacht, das Spiel. Also ich bin vollkommen zufrieden mit diesem Kauf. Okay. Noch kann ja sein, dass sich das noch ändert. Wutkugel! Okay, jetzt muss ich aber nochmal hier rauf. Kirby, du kleiner Knutschbär. What are you doing? Kleine Wutkugel. Können wir uns darauf einigen, dass das die Wutkugel ist, wenn der das macht? Dieses Rumrollen, ne? Okay. Was passiert, wenn ich jetzt drauf drücke? Ich glaube, dann sterbe ich. Ah, nee. Das war komplett falsch. Das ist aber auch niedlich, wie er dann immer wieder auf die Fresse kriegt hier, ne? Aber es ist schwierig, alle Sachen mitzunehmen. Ja, aber nicht sterben, das geht eigentlich vollkommen klar. Zumindest bisher. Okay, ist gut. Du musst nicht den ganzen Tag hier so... Okay, was ist eigentlich dieses Buch?
Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab das Buch gekriegt. Woo! Das ist doch wohl perfekt. Das ist doch wohl perfekt. Tagebucheintrag gefunden. Was da wohl für interessante Sachen drinstehen. Und 3 Schatzkisten von 5. Schade. Ein Stachelschwein. Dann Fipsi und Esmeralda. Und die Filatio-Forelle. Dann schauen wir mal. Tagebuch. Was steht denn da drin? Das wollt ihr wahrscheinlich alles über mich. Okay. Name Elin. Persönlichkeit Regenbogen. Geburtstag Frühling. Beruf Malerin. Ach, das ist ja schön. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr mir die Optik hier in diesem Spiel gefällt. Das könnt ihr echt nicht... Nee. Da habt ihr keine Schnitte drin, also das wisst ihr nicht. Okay. Hier ist ein Gordo, so hießen die Dinger. Berührst du Gordo, wird das wehtun. Dabei meint er es vielleicht gar nicht mal böse. Ich habe ihn mal danach gefragt und da hat er mich nur mit seinen großen Augen angestarrt. Vielleicht weiß er es selbst nicht. Karpf. Dieser kleine Fisch hat nur ein Ziel im Leben, einen Wasserfall hinaufschwimmen. Den Traum hat er aber schon eine Weile. Vielleicht hat er auch nur Angst vor der Leere danach. Das ist so cool. Ramse. Die roten Ramsen genügt. Ramsen. Das sind die Ramsen, Leute. Diese Ramsen. Ramsen. Roten Ramsen genügt es, an Ort und Stelle mit den Flügeln zu schlagen. Blaue dagegen nutzen jede Chance, um Kirby zu umschwärmen. Gib ihnen dazu keine Gelegenheit. Ja, das sind schon renitente Arschlöcher, ne? Ah. Übrigens kenne ich die meisten Kirby-Gegner und Charaktere nur in Schwarz-Weiß. Also ich habe seltenst ein buntes Kirby gespielt. Eine neue Herausforderung. Wähle Herausforderung im Hauptmenü und gib dein Bestes. Wispy Woods Wald. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt auch gegen hier... Hieß der Wispy Wood? Also ihr wisst schon, diesen Baum. Ja, es sind ja nur 4 Levels hier. Dann würde ich sagen, jetzt machen wir noch ein bisschen die Herausforderung. Diese Musik, die ist so schön. Du musst in allen 4 Räumen die Schatztruhe finden und hast pro Raum nur 15 Sekunden Zeit dafür. Okay. I do it. Nein, wo ist sie? Da oben. Ah! Tantrum. Und dann machen die auch so eine Musik, die einen total hypt. Oh Gott. Ja, gefunden habe ich die, aber ich komme da nicht ran. Ja, geschafft. Woo! Okay, weiter. Ich bin jetzt heiß. Was? Nee, das war schon von vornherein falsch. Nee, das kann ich schon vergessen hier. Obwohl, nein! Kirby! Das ist verloren. Oder das ist verloren! Fast. Das geht aber klar, wenn man das so ein bisschen intelligent macht. Okay, das war easy. Ja, der Raum war ein bisschen leichter als der davor, habe ich das Gefühl. 3 von 4. Wird mir das eigentlich angerechnet? Ich mach das jetzt nochmal, pass auf. Okay, jetzt weiß ich ja schon, wo die ist. Jo, geil! So, und jetzt hier Rollercoaster. Moin! Oh, scheiße. Jawoll! Das ging doch klar. Okay, jetzt... Obacht! Nein, andere Richtung, Kirby. Die Richtung wechseln ist mit ihm übrigens auch so eine richtige Schwierigkeit noch. Woo! Okay, das war Nummer 3. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch die 4. Da war ja meine Taktik ganz gut. Einfach nur durch die Mitte durch. Jawohl! Okay. Damit sind wir doppelt Platin, Freunde. Also das ist... Das ist schon... Besser kann man sich das nicht vorstellen. Okay, jetzt habe ich hier so ein Goldding und was kriege ich dafür? Es leuchtet ganz schön. Na gut. Machen wir mal Herausforderung Nummer 5. Du musst in allen 4 Räumen die Schatztruhe finden und hast pro Raum nur 15 Sekunden Zeit dafür. Das ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche! Oh Gott, nein. Ich muss die Jungs hier töten dafür. Ja, das kann ich vergessen. Okay, doch. Nee, das geht noch. Das geht! Wuhu! Oh, mach mal die Musik nicht so hektisch. Das psyched. Nein! Okay, der könnte es werden.
Ja, der wurde es. Woo! Okay, was kommt als nächstes? Yep. Jetzt hier so eine Bespaßung und hoch, da lang und das war's. Wuhu! Hat funktioniert, Leute, es hat funktioniert. Es ist natürlich auch geil, wenn ihr nicht sehen könnt, was ich hier mache. Kirby, mach... Wutkugel! Ja! Wutkugel! Die Wutkugel hat's gerissen. Herausforderung 5, 4 von 4. Uiuiui. Okay, jetzt gibt's dann neue Herausforderungen, wenn man das auf Gold schafft. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, das machen wir aber heute nicht mehr, das machen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, Leute, macht es gut. Wir sehen uns. Tschüss.